Hallo meine Lieben, schön, dass ihr zu mir geführt worden seid und schön, dass ihr mich gefunden habt. Für alle, die neu sind, mich das erste Mal sehen, ich verbinde mich mit Seelen. Das heißt, wenn du Fragen an deinen Seelenpartner hast, an deine Seele, an die Seele deiner Kinder, Nachbarn, Arbeitskollegen, von deinem Chef, vielleicht an deine Eltern, egal an welche Seele, dann brauche ich die Fragen dazu. Ich verbinde mich mit der Seele und stelle mich als Kanal zur Verfügung und spreche das aus, was die Seele dir mitteilen möchte. Ja, und für alle, die neu sind, ich war 18 Jahre ungefähr on-off mit meiner Dualseele und wir hatten die letzten eineinhalb, ach, die Zeit rennt so, oder knapp 2 Jahre keinen Kontakt mehr. Und vor einiger Zeit, ein paar Wochen, hat er sich wieder gemeldet, war er wieder da. Und seitdem sind wir im Kontakt. Ja? Ja, meine Lieben, ich möchte euch heute mir was ganz, ganz Freudiges erzählen. Und zwar, ich erwähne doch das immer wieder in den Seelenbotschaften, dass es so wichtig ist, dass der letzte Zipfel aus euch raus muss, damit der Seelenpartner kommen kann. Jetzt erzähle ich euch was. Ich habe eine Kundin, sehr, sehr lange begleitet, ja, und für sie war immer mehr dann im Laufe des Prozesses die Frage, das Thema, ob sie wieder in ihren Heimatort zurückgeht. Und der Heimatort ist 800 Kilometer entfernt. Sie hat sich aber nicht getraut, für sie war immer klar, nein, nein, da gehe ich nicht hin, weil, wenn mein Seelenpartner ja kommt, dann will er mich ja nicht mehr, weil das sind ja 800 Kilometer Entfernung. Das klappt ja dann gar nicht mehr. Und das war jetzt ihr Weg. Und es war immer klar, dass ihre Seele möchte, dass sie wieder dahin geht. Und sie hat sich mit Händen und Füßen lang gewehrt. Immer mit dem Satz, nein, nein. Sonst verliere ich meinen Seelenpartner ja aus den Augen. Beziehungsweise sie hatte ihn ja auch. Sie hatte ja auch lang keinen Kontakt mit ihm. Aber sie hat immer gesagt, ja, aber wenn er doch kommt und will mich und ich bin 800 Kilometer weg, dann ist es ja vorbei. Weil 800 Kilometer kann man ja keine Beziehung führen, hatte sie gesagt. So, jetzt kam die Zeit, wo ihr wirklich bewusst war, mit vielen Seelenbotschaften und wirklich arbeiten. Ich habe sie gecoacht, sie hat viel Werkzeug von mir genommen und hat es auch gut umgesetzt. Und dann wurde ihr auch immer bewusster, Stück für Stück, dass das wirklich ihr Seelenplan ist. Sie wollte es am Anfang nicht wahrhaben. Sie hat Ausreden gehabt ohne Ende. Und dennoch war das auch richtig. Das war ihr Weg so. Und in dem Moment, wo ihr das wirklich bewusst war, und sie das hundertprozentig gefühlt hat, dass sie wieder in ihren Heimatort zurück möchte. Wisst ihr, was dann geschehen ist? Er hat sich gemeldet. Und jetzt hört zu, passt auf. Also es ist so schön. Sie hat mir angerufen, sie hat wieder eine Beratung gehabt und hat gesagt, Sabine Michelle, es ist mir jetzt ganz klar, ich werde den Weg gehen und ich merke, ich habe keine Lust mehr zu warten und ich schaue jetzt auf mich. Das ist jetzt der letzte Zipfel, hat sie auch selber gesagt, ich merke selber, da hindert mich dran. Und es ist mir ehrlich gesagt jetzt egal, ob er kommt oder nicht kommt, ich möchte wieder in meinen Heimatort zurück. Und in dem Moment, wo sie das ausgesprochen hat, am selben Abend, hat er sich gemeldet. So, dann haben sie sich auch getroffen und sie hat ihm das auch gesagt. So ganz normal, wie wenn, ja, ohne jetzt eine Erwartung zu haben an ihn. Sie hat ihm ganz normal gesagt, du, ich breche die Zelte ab, ich ziehe wieder in meinen Heimatort. Und dann hat er ihr noch alles Gute gewünscht, wie sehr er sich freut für sie. Und dann hat sie mir dann im Nachhinein erzählt, dass sie zwar ganz kurz einen Stich gemerkt hat, aber nur kurz und der war sofort wieder weg. Und dann hat sie sofort zu sich gesagt, nein, egal,
es ist in Ordnung, dann soll es nicht sein in dem Leben. Ich akzeptiere es jetzt, wie es ist. Dann ist es in dem Leben doch nicht vorgesehen, dass wir zusammenkommen. Und jetzt haltet euch fest. Sie hat alles gepackt, also wo dann einen Monat später klar war, der Umzugswagen kommt, alles eingepackt, alles war da, also organisiert. Er hat ja gewusst, wann sie umzieht, wann es losgeht. Und an dem Tag, ich könnte gerade heulen. Ja, das berührt mich so sehr. An dem Tag ist er vor ihr gestanden und hat ihr gesagt, ich liebe dich und ich will dich. Da hat sie ihn ganz groß angeguckt, sie hat es mir erzählt und hat gesagt, ja, jetzt gehe ich aber. Und hat er zu mir gesagt, ja, und ich werde hier alles aufgeben. Also ich muss dazu sagen, er hat einen Beruf gehabt, wo er sich auch hat versetzen lassen können. Und ich werde mich dahin versetzen, da wo du ja jetzt hinziehst, in ihr Heimatort. Ja. Und es ist geschehen. Und sie hat mir das jetzt eben, also sie hat mir angerufen gestern und hat mir das mitgeteilt, ja, dass er jetzt auch runtergezogen ist. Also jetzt sind sie, ja, er ist runtergezogen. Ja, und das hat sie mir jetzt gestern endgültig gesagt. Sie hat mich immer über alles am Laufenden gehalten und hat auch, wenn irgendwen sie gespürt hat, da ist noch ein Zipfchen, sofort geklärt. Und oh, ich merke gerade, es rührt mich so an. Ja, was ich damit sagen will, dieses Zipfelchen, sie hat wirklich losgelassen. Sie hat gesagt, ich akzeptiere es jetzt, dann soll es in dem Leben nicht sein, aber ich gehe. Und er sagt dann noch, wo er sie dann getroffen hat, ich wünsche dir alles Gute. Und ich freue mich für dich, dass du den Schritt machst. Und da hat sie, wie gesagt, nach dem kurzen Stechen sofort gemerkt, ja, okay, danke, ja. Und ich gehe. Und es war für sie kein Schmerz mehr da, außer das kurze Stechen. Aber dann hat sie sich so gefreut. Und es war ihr Seelenplan. Sie musste diesen letzten Zipfel, dass sie wieder zurückgeht in ihr Heimatort. Den musste sie wahr machen. Und dann, kurz vor knapp, bevor der Umzug, während der Umzugswagen da stand, steht er vor ihr und sagt es. Ist es nicht schön? Ist es nicht gigantisch? Das rührt mich so an. Und ist es so schön? Und deswegen betone ich das oft. Mit den Zipfelchen, wenn ihr spürt, dass euer Gegenüber was sagt oder was macht, oder auch wenn er nichts macht und ihr spürt, das macht was in euch, dann sind es Zeichen. Das sind die Zipfel, wo ich nenne. Guckt dahin. Schaut bitte dahin. Da gibt es was zum Lösen. Und da kann ich euch unterstützen. Okay? Ja. Also, er ist jetzt auch runtergezogen. Jetzt sind sie zusammen. Und es erinnert mich dann wieder auch an meine Geschichte, wo ich euch ja erzählt habe. Ich habe ja auch gemeint, ich habe ihn endgültig losgelassen, bis mir dann eben vor ein paar Monaten bewusst geworden ist, dass ich so Panik vor der Selbstständigkeit hatte, diesen letzten Schritt zu tun. Da ist mir dann auch irgendwann bewusst geworden, oh mein Gott, ich habe Angst, weil ich das ganz alleine machen muss. Da ist kein Partner, mein Seelenpartner ist nicht da, wo mich auffangen kann, der mich auch unterstützt. Ja, und als mir das bewusst geworden ist, habe ich das gelöst. Und bin er den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen. Und was ist geschehen? 2 Wochen später stand er da. Das war mein Zipfelchen noch, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das war mein Seelenplan, dass ich das alles alleine schaffen muss. Und ihr Seelenplan war, sie muss wieder in ihr Geburtsort zurück. Und es sind Schichten für Schichten, die immer mehr, wie eine Zwiebelschicht, die aufgelöst wird. Wenn das Thema verarbeitet ist, kommt die nächste Schicht dran, bis ihr an eurem Urkern seid, bis ihr euren Seelenplan wirklich erkennt und den geht und lebt und dann macht's Peng, Kling, Klong oder wie soll ich es nennen, Buff und alles klärt sich.
Und deswegen, wenn ihr wirklich dahin kommt und es wirklich im Herzen fühlt, und ihr müsst es fühlen, ihr dürft euch da nicht verarschen. Ich nenne es einfach so, es ist auch so. Wenn ihr wirklich spürt, okay, ich gehe den Weg, weil das ist meiner und es fühlt sich wirklich gut an. Nein, ich muss das anders sagen. Oh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Das war nochmal wichtig. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Wenn ihr spürt, ich muss es immer wieder betonen und deswegen wiederhole ich mich vielleicht in manchen Videos, aber es ist mir so ein Anliegen. Wenn ihr spürt, dass da noch Zipfelchen sind, die euch triggern, dann bitte bleibt dran, löst es auf. Das bringt euren Seelenwegprozess rasant nach vorne. Und ihr müsst, genau das ist es, zu 100%ig, wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr wirklich euch einen Spiegel anguckt und sagt, so, lieber Seelenpartner oder wie er heißt, egal, lieber Fritz oder Otto oder Herbert oder Schubert, was weiß ich, Spaß. Aber egal, wenn ihr zu ihm sagt und guckt euch im Spiegel an, okay, ich habe es jetzt akzeptiert, ich gehe mein Leben jetzt wirklich ohne dich weiter, dann soll es in dem Leben nicht sein. Und wenn ihr das richtig spürt, dass das die Wahrheit ist, was ihr gerade ausspricht, und ihr spürt, es ist so und es fühlt sich gut an, dann habt ihr alle Zipfel ausgeräumt. Dann habt ihr alle Zipfel ausgeräumt. Erst dann. Das hört sich vielleicht jetzt hart an, aber das ist es. Und glaubt mir, es fühlt sich sau gut. Ich sag einfach sau gut. Ja. Sau gut. Sau, ja, gut. Okay, sau weg. Wundervoll. Oh, so sau, doch sau gut an. Wirklich. Ich habe es geschafft. Ihr schafft es auch. Ich hätte es vor 2 Jahren, einem Jahr, nie gedacht, dass ich jetzt hier stehe und euch das erzähle. Ich war vor einem Jahr schon auf meiner Heilung. Also da war ich schon sehr weit. Aber jetzt bin ich 100%ig geheilt. Meine Selbstständigkeit ist da. Und ihr schafft es alles. Alles, was euer Seelenplan ist. Und glaubt mir, wenn ihr dranbleibt bei euch, ihr werdet Stück für Stück an euren Urkern kommen. Ihr werdet Stück für Stück wissen, was euer Seelenplan ist. Und ihr werdet Stück für Stück den Weg gehen, eure Heilung gehen. Stück für Stück eure Seele ins Licht bringen. Ins Licht. Liebe, Liebe, Licht, 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 Licht. Meine Lieben, wunderschön. Wunderschön. Ihr schafft es alle. Wenn ihr wirklich wollt, ihr schafft es. Ich hab euch lieb. Ich hab euch lieb. Und danke für euer Vertrauen. Danke, dass ich euch liebevoll, manchmal auch ein bisschen pushen muss. Dennoch, danke, dass ihr mir vertraut, dass ich euch unterstützen darf. Okay? Ich hab euch lieb. Eure Sabine Michel.